Wir stehen da mit der Miroslav Paniari mit der Startnummer 70 ist auf Ricky unterwegs. Sebastian Eisler im lila Hemd ist auf Shanti unterwegs. Wen haben wir noch? Gerald Freitag hebt vielleicht den Hut. Auf Buch. Wen haben wir noch? Also ich zähle es einfach auf und ihr begrüßt euch selber, also macht ein Zeichen mit Hut. Johannes Hasenauer ist auf Krampus unterwegs. Da kommt er. Na gut. Ist Markus Morowitz da? Gut. Markus Morowitz auf Shorty. Marco Moriello auf Hangtime. Reinhard Hochreiter auf Wizzy. Fabiano Cestari auf Ottilino, oder Schinke, habe ich gehört. Miroslav Paniari auf Ricky. Gisela Degen auf Jackie. Dennis Schulz auf der Panzer. Gerald Freitag auf Spook. Bertha Percher auf JR. Barbara Bayer auf Rosie. Lukas Brutschek auf Marley. Valentina Sagmeister auf Ricoletta. Gabriela Wendling auf Lillifee. Martin Hitzka auf Bulli. Silvia Czepka auf Spooky. Susanna Patschesova auf Peanut. Tamas Martinek auf Starlet. Doris Pan auf Merch. Und Eike Bo auf Schnappi. Und es kommen nicht nur die Richterinnen in die Showarena, sondern auch Helmut und zwei Gehilfinnen. Und es ist Ostern, deswegen gibt es für jeden ein Osterei als Geschenk. Ihr müsst dieses Osterei während der Pleasure auf einem Löffel, der euch auch ausgeteilt wird, balancieren. Ich sage dazu, es sind rohe Eier. Es sind keine gekochten Eier. Weiters ist es auch nicht erlaubt, das Ei am Löffel festzuhalten, sondern den Löffel muss man am Stiel festhalten. Ja? Alles andere zählt als Disqualifizierung. Es geht jetzt auch gerade drei Versuche. Eine davon ist Carina Sich mit Korb. Dieser Korb ist auch für das Kinderdorf gedacht, also bitte da einfach frei drauf losspenden, es ist wirklich wichtig. Also für uns natürlich jetzt ein Spaß, diese Pleasure, aber für einen wichtigen und guten Zweck. Also, nochmal die Information, der Löffel muss am Stiel
stabil gehalten werden. Man darf das Ei nicht festhalten. Ich glaube, es zählt nur der Löffel, den wir bekommen, also den ihr bekommen habt, lieber Markus. Und alle, die das Ei verlieren, müssen dann in die Mitte reinreihen. Ja, also, da wird es kuschelig irgendwann in der Mitte. Mit den Schabernack hat es nicht gerechnet. Helga Hampel bitte in die Sprecherkammer. Helga Hampel. Wir haben das erste Ei schon verloren. Das ist auch fest. Also die Mädchen, die Spenden einsammeln, sind gerade im Sprecherkammer. Der Sprecher hat natürlich Unmengen an Vermögen. Nämlich genau 5 Euro kann der Sprecher gerade spenden. Und das muss er sich ausbauen. Aber er spendet. Und ich bitte alle anderen, diesem Beispiel zu folgen und weiterhin zu spenden. Die 4 Mädchen sind inzwischen, gehen geschlossen gerade Richtung Eingang der Showarena. Wolfgang Kammer wollte spenden. Also wir fangen an mit Schritt linke Hand. Ich bin mir sicher, ihr schafft das. Ihr wollt euer Gesicht von den anderen nicht verlieren. Dadurch wird es für uns umso lustiger. Also Schritt linke Hand. Also noch einmal zur Info, lieber Markus, den Löffel nur am Stiel zu halten. Und wenn ihr es runterfällt oder zerbrecht, dann in die Mitte der Showarena reinzureiten. Dennis ist schon im Galopp unterwegs. Also noch einmal, nur den Stiel festhalten, nur den Stiel, ja, brav Silvia, brav Sebastian, aber eigentlich, gell? Okay, Glas closed, jetzt wird erst wirklich die Finger weg vom Ei. Silvia, ich sehe es genau. Schritt linke Hand hoch und the left hand please. Wir erhöhen die Schwierigkeit. Drab bitte. Jaw, please. Markus hat schon wieder den Finger am Ei, habe ich gehört. Und die nächste Erhöhung. Extended Job bitte, verstärkter Draht. Thank you.
den Eiern und Ostern, I will survive, welches Ei verlebt. Wir nehmen zwar keine Wetten ab, aber Spenden fürs Kinderheim. Zurück zum normalen Draht, bitte. Back to regular chalk. Nein, legt doch mehr als die Hälfte der Eier. Schritt und Handwechsel bitte. Walk and reverse your horse. Sebastian. Bitte, Fabiano. Handwechsel von Gerald Freitag. Wow. Pass auf jetzt.
Also die Mädels sind jetzt noch eine Runde unterwegs. Straf bitte, short please. Das ist für die Reiter gemeint. Die Mädels sind für alle Zuschauerinnen und Zuschauer gemeint. Das sind unsere Spendeneinsammlerinnen. Machen es sehr charmant. Hab auch mich überzeugt. Handwechsel im Trab. Reverse your horse at the chalk. Aber trotzdem nicht die Richter wieder rein. Extended chalk bitte. Verstärkter Trab. Go, go. Galopp! Galopp, Galopp! Galopp gehoben! Mali ist draußen! Schade! Wir haben jetzt noch dabei... Wer kenne ich da? Und ein Ex-Elaufgabe! Verstärkter Galopp, bitte! Du hast ja noch zum Englisch gehen. Extended, ne? Go, go, go! Verstärkt das Gehäuse. Schneller! Martinek auf Starlet!
Er kann jetzt und er kommt auch schon zum der. Sie weichen aus mit dem rohen Ei. Er hat es wirklich überstanden. Einen großen Applaus nochmal für Thomas Martinek und David. Und er bekommt von Helmut Schulz, dem Veranstalter, seinen Sonderpreis überreicht. Es ist eine tanzende Kuh, glaube ich. Herzliche Gratulation. Und danke an alle, die hier jetzt teilgenommen haben. Noch eine Ehrenrunde. Eine Ehrenrunde. Also einen herzlichen Dank an alle, die hier teilgenommen haben, an die Starterinnen und Starter. Sie haben jeder mindestens 20 Euro gespendet für das Kinderheim Pötschig. Und ich hoffe, von euch haben auch einige gespendet. Es ist wirklich eine wichtige Institution, Kindern, die es schwer hatten, wieder zurück ins Leben zu helfen. Wir sagen Dankeschön. Es wird noch gedreht und wenn die Spendensumme noch weiter verwendet werden, ich werde sie euch bekannt geben.